Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und unser Hans geht jetzt erstmal ins Bett. Hoferbettstufe 2 haben wir bekommen. Gießkannen- und Hackeneffektivität plus 1. Wir können Steinzäune herstellen, wir können eine Mayonnaise-Maschine herstellen und einen Sprinkler. Allerdings bin ich an diesen Sprinklern noch nicht so richtig interessiert, weil die keinen guten Radius haben. Außerdem würden sie ja eh nicht funktionieren. So, es ist Donnerstag. Mal gucken, was gibt's denn heute? Leben vom Land? Krähenplagen nicht verzagen. Du brauchst nur eine Vogelscheuche. Mit einer Vogelscheuche auf dem Hof kannst du die Krähen fernhalten. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Eine Sache noch. Brauchst du einen größeren Rucksack für all deine Sachen? Schau mal im örtlichen Gemischtwarenladen nach. Ja, das waren jetzt alles keine Tipps, die man noch nicht mitbekommen hätte. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold Finderlohn. Ja, machen wir doch gerne. Und unsere ersten Bohnen sind soweit. Seht ihr das? Und weil es, weil die mehrfach tragen, muss ich sie auch gar nicht neu aussehen. Außerdem haben wir echt viel Geld jetzt auch. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Und die Reihe ist auch erhalten geblieben, zu meiner großen Freude. Nein, du sollst die Tulpe nicht essen. Das wäre wohl sehr ungesund. So, die Bohnen. Das hier verkaufen wir. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall heute einkaufen gehen. So viel ist schon mal sicher. Ich bereite schon mal das Feld vor. Können wir einiges an Blumenkohl aussehen. So viel ist sicher. Ein paar Blumen allerdings auch. Die sind ja jetzt auch weg. Dann einmal gießen. Auch sehr wichtig. Ich freue mich schon darauf, wenn wir mal die Gießkanne verbessert haben. Dann können wir nämlich auch ein bisschen länger gießen. Und schneller vor allem. Wie ist das eigentlich? Gießkanneneffektivität? Ich habe mir da irgendwie nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber... Was heißt denn effektiver? Heißt das, dass sie einfach ein bisschen mehr Platz drin hat und dass sie länger hält? Oder... Weil ich meine, schneller gießen kann ich ja dadurch jetzt nicht, ne? Ja, auch nichts. Die Katze spielt schon wieder mit den Bohnen da hinten. Okay. Nochmal. Gießkanne ist erledigt. So. Ja, dann ziehen wir mal los. Ach, Moment, was ist das hier? Genau, Robins verlorene Axt. Das können wir organisieren. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Hier gibt es wieder eine Narzisse. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Vielleicht treffen wir ja Haley oder so. Da können wir die, glaube ich, schenken. Ist die vielleicht hier oben? Die steht nämlich gerne mal hier oben. Ja, aber entweder sie ist noch nicht da oder sie kommt heute nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, den Tagesablauf kenne ich jetzt nicht unbedingt auswendig von jedem Einzelnen. Mein Vorrat an Aal geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Aha, Aal. Ich weiß gar nicht, wann es den zu fangen gibt.
So, erstmal will ich meinen Rucksack haben. Genau, Rucksackverbesserung 2000, das war ja so geplant. 24 Plätze haben wir jetzt, sehr schön. Das nächste Upgrade kostet 10.000. So, was will ich denn? Also ich wollte ja Blumenkohl, das hatte ich gesagt. Auf jeden Fall nochmal davon. Dann Tulpenzwiebeln. Ich werde immer so für eine Reihe das mal machen. Grünkohl. Und ein bisschen Zierlauch. Für mich sieht das übrigens aus wie Pusteblumen, aber ja, das bin ja nur ich, ne? Ja, für eine Tulpenzwiebel wäre noch Geld übrig. Dann sind wir jetzt auch wieder pleite. Achso, ich... Nee. Der mag ja das gar nicht. So, ist Haley hier irgendwo zu sehen? Nee, ne? Ach, da hinten in ihrem Zimmer ist er, aber da darf ich nicht rein. Schade. Tja, Pech gehabt, Haley, sonst hätte sie jetzt eine Blume geschenkt bekommen. Oh, eine Eichel. Was ist denn nun wieder los? Pfui, es stinkt! Warum ist sie verschlossen? Ich will in die die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Schlaues Mädchen. Irgendwas da drin bewegt sich. So, da kommt jetzt der mutige Kerl. Steht voll auf der Abflussrinne. Ist ja hochinteressant. Hallo Jas. Ich habe gesehen, du warst eben bei der Kanalisation. Ich soll nicht mit Fremden reden. Na und? Ich rede aber mit dir. Sehen wir mal ein bisschen was aus, ne? So, hier Blumenkohl. Dann ein paar Tulpen. Ein bisschen was davon noch. Ja, für den Zierlauch reicht es nicht mehr ganz, ist aber nicht schlimm. 7 Tage, also so bald muss ich ihn eh nicht anbauen. Oh Mann, das Ding ist schon ziemlich voll, ne? Passt schon bald nichts mehr rein, da muss ich bald eine neue bauen. Könnte mal direkt eine neue Kiste bauen. Stellen wir mal direkt daneben. Und dann würde ich nämlich die ganzen Frühlingserzeugnisse da reinmachen. Weil wir das eigentlich verkaufen könnten. So, das Holz wieder weg. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich alles Mögliche ausgesät. Und es ist noch Mittag und ich habe noch Energie. Ich könnte angeln gehen. Oder... Was können wir sonst machen? Mit so einem angebrochenen Tag? Also wir brauchen ja auf jeden Fall jetzt viel mehr Geld.
Also ist Angeln vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Achso, einer wollte doch einen Aal. Genau, wir gehen auf die Suche nach Aal. Ich weiß allerdings nicht, ob der um die Zeit überhaupt verfügbar ist. Kann sein, dass das jetzt überhaupt nicht klappt, aber wir probieren's. Ich würde sagen, auf den Versuch kommt es an. Und wir müssen ja auch nutzen, dass wir jetzt ein großes Inventar haben, ne? Gamepad noch aktivieren. Da ist er. Mhm. Erstmal Seetang. Noch mehr Seetang, okay. Das scheint ja ein ausgezeichneter Zeitpunkt zum Angeln zu sein. Wie viel Seetang will er eigentlich noch angeln hier? Oh, ein Schatz, den will ich haben. Der Schatz muss sein. Wer weiß, was da drin ist. Aha, eine gefrorene Träne und eine gefrorene Geode. Heute scheint irgendwie Seetang-Tag zu sein. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob der Aal vorne. Jetzt habe ich mich so erschreckt, weil der gerade ankam. Der Aal vormittags oder abends rauskam. Und ich habe Willi gerade voll den Weg versperrt. Habt ihr das gesehen? Der wollte eigentlich da angeln, wo ich stehe. Also muss es ja eigentlich ein guter Angelspot sein, oder? Aber so richtig sehe ich das bisher nicht, dass das toll ist. Flundern. Ich glaube, ich probiere es nochmal hier hinten. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es hier besser ist. Warum auch immer. Gut, erstmal eine Joja-Cola gefangen. Sardelle. Imperfekt. Nochmal Hering.
Also wenn der Aal abends zu fangen ist, dann ist jetzt demnächst der Zeitpunkt, glaube ich, wo es umswitcht. Ich glaube um 7 oder so. 6 oder 7 müsste das sein. Ansonsten ist er früh morgens dann zu kriegen. Dann müsste ich morgen früh nochmal losziehen. So, den Schatz will ich haben. Dann muss ich noch mal den Fisch hier zusammenkriegen. Plunder und Köder. Na gut. Noch eine Flunder. So viele Flundern schon gefangen. Echt toll, aber ich will den Aal. Ich glaube, Aal ist allerdings gar nicht so leicht zu fangen. Ich habe da irgendwie eine Erinnerung, dass er ziemlich hart war. Gerade so für den Anfang. Aber gut, ich meine, mittlerweile sind wir eigentlich auch keine richtigen Anfänger mehr. Ein Heilbutt. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Hm. Wenn ich noch weiter fischen will, dann muss ich wohl was zu mir nehmen. Aber wir haben ja eine Joja-Cola gefunden. Hervorragend. Ja. Okay, der Fisch ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen härter. Heilbutt mit Kupfererz und gefrorener Geode. Okay. Dann muss ich jetzt kurz mal gucken, dass wir die Joja-Cola mal zu uns nehmen. Und so viel Platz habe ich jetzt auch nicht mehr. Ach, ich habe hier schon Iridium-Qualität, ja? Tja, Leute, also. Trinken mal. Das hat jetzt ja eigentlich nicht so weit gereicht, ne? Einmal Joja-Cola und schon erschöpft. Muss ich vielleicht noch ein bisschen Seetang zu mir nehmen. Lecker. Purer Seetang. So, den Schatz muss ich haben. Amphibienfossil und Neptuns Glaive. Das ist ein mega geiles Schwert. Gleich zu Beginn, so früh, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Gut, ich meine, dafür können wir jetzt erstmal das Angeln sogar sein lassen. Wir haben nämlich gar keinen Platz mehr. Aber das ist richtig gut. Also das jetzige macht ja 2 bis 5 Schaden und das hier macht 18 bis 35. Es ist zwar ein bisschen langsamer, aber hat außerdem noch Verteidigung und ein bisschen mehr Gewicht hinter. Das heißt, es ist viel, viel stärker. Auf jeden Fall. Das ist ja geil, wenn ich das schon so früh austauschen kann.
Vor allem ist es, glaube ich, so, dass auch die Schwerter, die ich dann als nächstes finde, die sind alle noch schwächer. Also das ist, da kann ich mich dann ein bisschen OP fühlen, wenn ich das nächste Mal in die Minen reingehe. Ist natürlich nicht schlecht. So. Zurück zu Hause. Wir verkaufen den Heilbutt, die Flunder, diese Flunder. Das hier verkaufen wir alles. Brauchen wir nicht. Ja, Sardine. Die sind so leicht zu bekommen. Und der Rest wird jetzt eingelagert. Und bei diesem Schwert, das werden wir natürlich austauschen. So. Jetzt überlege ich gerade. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich morgen mache. Auf jeden Fall gehe ich erstmal schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir schauen uns das noch kurz hier an. Fischen Stufe 4. Ja, können wir die Recyclingmaschine demnächst bauen, wenn wir die Materialien dafür haben. 1000 für Fische. Wahnsinn. Hufarbeit ein bisschen was. Ja, perfekt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.